Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Jahr hat natürlich wieder der Mobile World Congress in Barcelona stattgefunden und wir, also Chris vom Kanal Technik Chris YouTube und ich, haben uns von den dort vorgestellten Geräten unsere Top 3 rausgesucht. Welche das sind und alle weiteren Infos zu den Geräten erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß! Die ganze letzte Woche war, wie schon gesagt, in Barcelona der Mobile World Congress. Eine Technikmesse, auf der, wie der Name schon sagt, hauptsächlich mobile Geräte vorgestellt werden. Und drei davon siehst du gleich. Anfangen möchte ich dabei mit einem wirklich sehr spannenden Gerät, dem Huawei MateBook, welches ein vergleichbares Gerät zum Microsoft Surface 4 ist. Vom Design her erinnert es mich sehr an ein iPad Pro, da es auch aus Metall besteht, nur 6,9 mm dünn ist und auch nur 640 Gramm wiegt. Das IPS-Display mit einer Diagonalen von 12 Zoll hat eine Auflösung von 1440x2160 Pixeln und wirkt auf den ersten Blick ziemlich gut. Der Prozessor in dem Gerät ist einer der sechsten Generation der Intel Core M-Serie, das bedeutet M3, M5 oder M7. Der Arbeitsspeicher lässt sich auch frei wählen, also entweder 4 oder 8 GB. Von dem Speicher her gibt es entweder 128, 256 oder 512 GB und der Preis variiert dabei von 799 Euro bis hin zu 1799 Euro. Schnittstellen hat das Gerät nur den USB-C-Anschluss und den Kopfhörerausgang und ein Fingerabdrucksensor ist auch eingebaut. Ach, und bevor ich es vergesse, das Gerät läuft mit Windows 10. Wer will, kann sich ein Tastaturcover für 149 Euro, ein Stylus für 69 Euro oder ein kleines Anschlussdock für 99 Euro dazu kaufen. Auch LG hat ein neues Flaggschiff vorgestellt, das LG G5. Dieses Jahr hat sich auch LG dazu entschieden, ein Metallgehäuse einzubauen. Da wir bis zum letzten Jahr nur Leder oder Polycarbonat hatten. Das neue Design vom LG G5 spricht mich persönlich nicht so an, aber das ist ja Geschmackssache. Da das neue Flaggschiff auf den Seiten sehr abgerundet ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sehr angenehm in der Hand liegt. Wo wir schon am Design sind, die typische Lautstärkewippe auf der Rückseite ist nun auf der Seite zu finden, genauso wie bei den meisten Smartphones. Der Einschaltbutton ist doch noch auf der Rückseite geblieben, dieser enthält auch einen eingebauten Fingerabdruck. Dies kennen wir aber auch schon vom LG V10. Was auch letztes Jahr LG von vielen anderen Herstellern abgehoben hat, war der erweiterbare Speicherplatz und der wechselbare Akku. Diese Funktionen können wir auch dieses Jahr im neuen LG G5 finden. Den Akku kann man, indem man das Modular aus dem Smartphone herauszieht, wechseln. Da kann man dann wiederum mehrere Modulare in das Handy hineinschieben. Eines, das LG vorgestellt hat, eignet sich für das Benutzen der Kamera. Da es eine Auslösetaste, ein Zoom-Rädchen und einen externen Akku besitzt, der den Akku vom G5 auf 4000 mAh bringt. Wo wir schon beim Akku sind, dieser beträgt im G5 2800 mAh, was nicht gerade viel ist. Aber warten wir mal die ersten Testberichte ab, da wird sich schon mehr zeigen. Was auch zu erwähnen ist, ist, dass das G5 über USB Type-C aufgeladen wird. Das G5 kommt dieses Jahr mit einem QHD 5,3 Zoll großen Display. Da müssen wir am besten die ersten Testberichte abwarten. Auf der Rückseite können wir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kameras finden. Eine normale mit einer Auflösung von 16 Megapixel und eine mit einem Weitwinkel von 135 Grad, die eine Auflösung von 8 Megapixel hat. Den Prozessor, den LG eingebaut hat, ist der Snapdragon 820, der sicherlich viel Leistung mit sich bringen wird. Meiner Meinung nach ist das LG G5 kein wirklich aufregendes Smartphone, aber trotzdem ein ganz gutes. Das letzte Gerät in diesem Video ist das HP Elite X3, welches ein neues, sehr leistungsstarkes Windows Phone ist. Vom Design gefällt es mir auf jeden Fall ein ganzes Stück besser als das Lumia 950, obwohl es nicht sonderlich hübsch ist, vor allem weil das Gehäuse aus Kunststoff besteht. Das Display ist erstmal 6 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1440x2560 Pixeln. Das bedeutet natürlich, dass das Gerät riesig ist und somit auch genug Platz für einen ordentlich großen Akku ist.
denn das Gerät kommt mit einem 4150 mAh großen Akku daher, womit es bestimmt 2 Tage mit normaler Benutzung durchhalten sollte. Der Prozessor ist hier ein Snapdragon 820 und den Arbeitsspeicher finden wir hier 4 GB, also auf dem Papier schon mal richtig viel Leistung. Die Rückkamera löst mit 16 Megapixeln auf und die Frontkamera mit 8 Megapixeln, wobei die Frontkamera auch für Windows Hello zum Entsperren genutzt werden kann. Zum Entsperren befindet sich auf der Rückseite zudem auch noch ein Fingerabdrucksensor. Der Lautsprecher, welcher mit Bang & Olufsen entwickelt wurde, befindet sich hier unterhalb des Displays auf der Vorderseite. Durch die IP67 Zertifizierung ist das Gerät auch wasserdicht und hält bis zu 30 Minuten bei einem halben Meter Wassertiefe aus. Die Funktion, die das Gerät mit dem Lumia 950 alleinstehend macht, ist aber Continuum, was bedeutet, dass ihr das Gerät mithilfe des USB-C-Anschlusses und eines Display-Docks an einen Monitor anschließen könnt und ein abgespecktes Windows 10 mit Tastatur und Maus benutzen könnt. Als kleines Fazit kann ich sagen, dass es, was die Leistung angeht, ein sehr gutes Gerät ist, nur das Betriebssystem Windows 10 muss dabei von Microsoft noch deutlich verbessert werden. Das waren nun aber auch schon unsere ersten Top 3 Geräte des MWCs. Den zweiten Teil kannst du auf Chris' Kanal finden. Dort stellen wir euch unter anderem das Samsung Galaxy S7 genauer vor. Einen Link zu seinem Kanal und zu dem Video kannst du in der Beschreibung finden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen positiven Kommentar sehr freuen. Wenn du willst, dass ich irgendwas an meinen Videos verbessere, dann schreib es ebenfalls in die Kommentare. Aber nun sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal.